In Vietschow bei Teterow im Landkreis Rostock ist am Samstagabend ein komplettes Bauerngehöft in Flammen aufgegangen und niedergebrannt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzte gab es nicht. Der Alarm bei der Feuerwehr ging nach ersten Angaben gegen 20.30 Uhr ein, als die ersten freiwilligen Feuerwehren am Brandort in Vietschow eintrafen, standen das komplette Mehrfamilienhaus sowie ein Anbau bereits in Vollbrand. Zahlreiche weitere Wehren aus dem näheren Umkreis bis Gneuen und Tessin wurden nachalarmiert. Die Bewohner des Bauernhauses konnten sich unverletzt retten. Laut Polizei konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Scheune, in der sich zahlreiche Kühe befanden, verhindern. Panisch liefen die Tiere zwar durcheinander, verletzt oder gar getötet wurde nach ersten Ermittlungsstand aber keines von ihnen. Die Kriminalpolizei hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten konnten den Brandort aufgrund der Hitze am Samstagabend aber noch nicht betreten. Ein Brandursachenermittler wird am Sonntag die Arbeit aufnehmen.